Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Shakes and Fidget Video. Ja, ich möchte dieses Video ein bisschen anders gestalten und zwar, ich möchte da nicht so lange die Dungeons herum zeigen, weil ich gefühlt nie up to date bin. Ich habe noch andere Server, die ich zeigen könnte, aber komme nicht dazu, weil auf W40 so viel passiert. Und ich hänge quasi immer hinterher, versteht ihr? Ja, letztens musste ich abbrechen wegen Verbindung und so. Und ja, deswegen ist das ein bisschen kacke, sag ich jetzt mal. Ja. So ein bisschen, ne? Genau. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Staubfledermaus. Ja, hä? Jetzt kommt das Spiegelbild. Habe ich mich jetzt verklickt? Ich weiß es nicht. Ja. Hier, Spiegelbild. Da war ich ja Stufe 133. Alter, wie schnell ich gelevelt habe. Auf jeden Fall, ich habe gegen mein Spiegelbild 6 Mal verloren, hintereinander. Ich bin halt einfach so krass, dass ich mich selber kaum besiegen kann. Ja, es ist krass, ne? Ja, beim 6. Mal habe ich mich besiegen können. Mit Edelstein, da kommt man so gut voran. Das war damals einfach extrem, als man gegen die Mordmaschine gekämpft hat, da ist man einfach nicht weitergekommen, ne? Erstmal nicht. Ja. Und heute klatscht man die wie sonst was. Und ich muss auch sagen, hier zum Beispiel, der nächste Gegner, ich bin durch die Schwarzschädelfestung gefühlt so schnell durchgekommen wie noch nie zuvor. Ungefähr so schnell, wie man so gewöhnlich durch die Hölle kommt. Ja, als Krieger hat man es bei der Schwarzschädelfestung extrem schwer. Und hier einfach krass. Ja. Locker auf dem Hocker habe ich den Typen erledigt hier. Ja, ein bisschen knapp, aber sonst. Ne? Hier auch wieder, Krieger. Die werden immer heftiger, die Typen. 3-9, 4-1, 4-3, 4-5. Aufwärts. Ich glaube, der Endboss hat irgendwas mit 5000 oder so, 5200. Ja. Ne? Klar, so ein paar Dungeons, ein paar Pilze sind geflogen. Ja, wieder Krieger. Aber, ne, kostet halt schon extrem, wenn man da durch möchte. Und das hört dann auch gar nicht mehr auf. Ich habe jetzt nämlich da Unmengen an Pilzen reingebuttert. Und ohne dass Epic Event ist, habe ich 12 Level gemacht. Ohne Epic Event. 12 Level. Mit den Begleitern, mit dem Turm und neuen Gegenständen und mit Wirbelsturm. Heftig. Wie viel Geld man da reinbuttern kann. Wie, das geht einfach weiter. Es hört einfach nicht mehr auf. Dann die Pets noch. Ey. Oh. Nicht schlecht. Also Respekt an 300 Alu-Spieler. Was die da hier... Das ist ein Fulltime-Job. So, Nachtroll. Genau. Panther. Fand ich angenehmer Kundschafter, da kann man immer so, ja, da ist man beruhigt als Krieger, wenn man so einen Kundschafter hat. Da weiß man, okay, wenn die Leben einmal hier waren, dann können sie im nächsten Dungeon-Besuch hier sein. Oder komplett weg. Ja. Oder hier, Menschenfresser zum Beispiel. Auch Geschickgegner, etwas besser. Epic Ring bekommen. Da habe ich sogar einen Sockel reingeballert. Und den besitze ich, glaube ich, immer noch. Bin ich mir nicht sicher. Intelligenzgegner. 4620 Punkte. Den habe ich 3 oder 4 Mal probiert. Und das ist auch gefallen. Nettes Schild gekriegt. Genau. Schwarzschädelkrieger. Ja, schaut mal. Ich habe ihn bezwungen mit 4300 Stärke und er hat 4600. Voll heftig. Ich habe nur etwas mehr Ausdauer als er. Na, sonst war ich es immer gewöhnt, die Krieger zu besiegen, wenn ich einfach viel, viel mehr Stärke habe. Ja. Einfach durch diese ganzen Versuche habe ich es geschafft, ne? Sonst ballere ich eigentlich nie so viel rein.
So. Ja. Drache der Finsternis. Stufe 245. Nur Krieger, fast nur Krieger. Das ist doch nicht normal. Und da ist mir auch noch was eingefallen. Und zwar hat mal jemand so gesagt, das wäre doch cool, wenn man die Gegner ausbalancieren würde. Ja, man hat ja jetzt mehrere Klassen, dass man jetzt zum Beispiel sagt, okay, es gibt jetzt nicht nur Krieger, Kundschafter und Magier, sondern auch noch mehr. Ja, also Berserker und noch andere Klassen, dass man das quasi mischt, mixt, ja. Die ersten neun Dungeons, dass das halt einfach unterschiedlich ist. Das würde, also das Verhältnis dazu würde dann auch ganz anders ablaufen und die 300 Alu-Spieler wären dann vielleicht auch anders gefordert, sage ich mal, ne? Also die 100 Alu-Spieler auf jeden Fall, ne? Die müssen da auch ein bisschen anders dann rangehen, aber so gesehen wäre das auf jeden Fall wirklich mal nötig, würde ich schon fast sagen. So, ja, hier, ne? Dicker kann die Rüstung gar nicht mehr werden, außer in der Schwarzschädelfestung. Ja, ne? Je härter die Rüstung, desto härter der Krieger. So läuft das. Genau, da gab es dann für mich hier Hello Doggy Puppe. Ganz wunderbar verdient hier. Genau, zwischenzeitlich mal in der Schattenwelt das Gespenst bezwungen. Und halt auch meine Begleiter ein bisschen gepusht, habe ich angefangen, da ein paar Gegenstände dafür zu suchen. Und ja. Ich rede mir ein bisschen den Mund fusselig, deswegen brauche ich ein bisschen was zu trinken. Ja, ich hoffe, das stört euch nicht. So, Happy Slappy der Clown. Und dann ging es dann weiter im Zirkus. Na, den Happy Slappy habe ich dann weggeslappt. Zack, bumm, epischer Gegenstand. Und ich muss sagen, im Verhältnis zu anderen Servern habe ich hier ziemlich viel epische Gegenstände bekommen. Die bärtige Lady, da war ich dann hier schon Stufe 169. Also ihr merkt schon, da habe ich dann auch die Wirbelsturm-Etagen habe ich gemacht. Über 100 Stück. Demnach habe ich auch gut gelevelt. Ja, es hat einfach funktioniert. Ne? Es ging jetzt auch extrem schnell durch, ja, auch wenn das hier wieder Krieger waren. Na, ja, der verrückte Jongleur, das war am 6.6.2020. Heute ist der 7. Und ja, wie ihr sehen könnt, hat wunderbar funktioniert. Siamesische Zwillinge, auch geschickt Gegner. Zack, bumm, auch weg. Was ist los mit dir? Meine Freundin lacht mich aus, weil ich ein Video mache. Traurig. Ja, wenn du mich so anguckst. Nein, alles gut. So, ja, wie auch immer. Barbarischer Bertram, mein Begleiter auf Stufe 177. Ja, da merkt ihr schon, ich habe extrem gelevelt. Also extrem, extrem, extrem. Für meine Verhältnisse komplett nicht mehr von dieser Welt. Ja. Zack, Wasserglomf. Hatte ich auch erledigt. Dann ging es weiter. Der Yeti. 10.500 Ausdauer. Zack, Pum, Peng. Erledigt. Ja. Handschuhe bekommen mit Sockel. Kein Problem. Alles weggeklatscht. Zack, der auch. Ach, Leute, wie weit sind wir denn? Ich gehe mal nach oben. Daraus hätte man jetzt zum Beispiel ein Video schneiden können. Allein einfach so mit Musik untermalen und so. Und das ist einfach viel zu viel, Mann. Leute. Ja, Banshee. Puff, weg. Ja. Skelettkrieger. Oh, und da habe ich die Waffe bekommen hier. Eine Epic-Waffe, die ich sogar für mich verwenden konnte. Die ich immer noch drin habe. Und auch mit dem Edelstein und so ausgerüstet. Richtig nice, dadurch habe ich dann wieder ein paar Sachen geschafft. Sandsturm hier. Na, da ging es dann weiter im Schatten-Dungeon. Im Wirbelwindsturm. Gerade mit meiner neuen.
Warum habe ich die Waffe nicht ausgerüstet gehabt? Weiß ich nicht. Die müsste ja dann eigentlich gleich kommen hier. Okay, doch nicht. Schattenwelt. Irgendwann hatte ich doch ausgerüstet. Komm, wir überspringen das jetzt mal hier. Gehen wir mal in den Turm. Na, habe ich da die Waffe schon? Ja. Seht ihr, da habe ich die Waffe ausgerüstet gehabt, auch mit dem Edelstein drinne. Und dann den allerersten Gegner bezwungen im Turm, aus dem Turm. Epic Bogen bekommen, den habe ich ausgerüstet, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Oder nee, den habe ich nicht ausgerüstet. Auf jeden Fall immer die Gegenstände ausgetauscht und versucht irgendwie ein bisschen zu verbessern oder sowas. Ich kann euch einmal jetzt meine Stufe zeigen. Ich bin Stufe 192. Ja, meine Begleiter sehen nicht mal die, Alter, nicht mal die sind up to date, weil ich einfach so krass gelevelt habe. Hier, guckt euch das an, Mann. Bah, nice, Alter, nice. Da geht noch so viel. Oh. Also, wenn ich Millionär wäre, dieses Spiel wäre einfach nur krank. Dann kann ich gar keine, dann weiß ich nicht, ob sich dann Videos lohnen würden. Dann kann ich doch gleich einen Stream machen und den Stream dann hochladen. Ja, dann habe ich dann 4 Stunden Stream von Level 1 auf Level 200. Klingt ein bisschen krass, aber ungefähr so stelle ich mir das vor. Da kann ich ja massig Videos hochladen, Alter. Eieieiei, so. Okay, na. Ich habe keinen Geschickstein. So, weiter geht's. Kämpfe. Schauen wir mal hier. Spaßmacher Bronco. Schlangenmensch. Nee, Moment mal. Hat mir doch schon, oder? Schlangenmensch? Alter, wie der aussieht. Genau. Die habe ich heute bezwungen. Ja, um 10.15 Uhr heute Morgen. Madame Mystique. Zack. Wegklatscht. Im Turm die Zahnfee. Level 181. Relativ aktuell hier. Auch wieder ein Epic bekommen. Auch wieder nur ausgerüstet. Unansehnliches Küken. Ja. Bisschen viel. Also ich bin ein bisschen überfordert. Das merkt man vielleicht. Weil einfach so viele Dungeons gelegt wurden. Dass ich einfach mit dem Zeigen halt nicht wirklich hinterherkomme. Und das verbraucht halt auch extrem viel Zeit hier. Es ist schade, dass ich den ganzen Mist, sage ich jetzt mal, nicht live ein Video zeigen kann, weil ich halt wirklich nicht oft am Laptop bin, so gesehen. Und ja. Oh, hier, die habe ich noch. Ich glaube, die waren aktuell, aber nicht bei mir, sondern bei der Kunigunde. Ich habe ihr das einfach mal gegeben. Und ja, ansonsten Kämpfe. Das Aktuelle, was ich so geschafft habe, ist ja Beppo der Terrorclown. Vorhin weggeklatscht. Epic Ring. 3 Attribute, 226. Genau, jetzt bin ich auf dem Stand 192. Der Ring ist hier, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich habe vorhin, schauen wir mal unter Kämpfe. Ja, Schattenwelt, Dämon des Terrors, habe ich bezwungen gehabt, weil ich habe, glaube ich, ein bisschen stärker geskillt und dann wollte ich noch ein paar Mal probieren und dann hat es dann funktioniert. Das wollte ich eigentlich live im Video machen, aber, ne, kennt ihr ja. So, der dann kam da hinterher, Graugeier, Geschickgegner, zack, Graugeier. So, derzeit bin ich, hänge ich wieder bei einem Krieger. Ist ja eigentlich kein Geheimnis. Nämlich hier die Kanalratte. Die ist mir dann doch etwas bisschen zu unangenehm zu bekämpfen. Schauen wir mal hier. Ich könnte jetzt mal. Ja, was machen wir mal live im Video? Hier, den Typen. Ja, oh, habt ihr das gesehen? Alter. Oh, live im Video. Na wunderbar. Live im Video. Läuft doch. Oh, nice. Geiles Epic. Alter, yo. Junge.
krank. Nicht schlecht. Steingewinnung, bumm. Heftig. Heftig. Einfach ein geiles Epic gekriegt. Nicht schlecht. Sauber. Und ich habe kein Level-Up gemacht. Okay. Gucken wir mal weiter. Okay, der wäre gecleared. Machen wir mal den hier. Ob der was wird. Ah, die Pilze neigen sich dem Ende zu. Okay, tun wir mal ein bisschen entern. Ein klein wenig. Ein klein wenig entern. Ne, ich glaube, das wird nichts. Da muss schon richtig krasser Versuch mit bei sein. Nope. Okay. Gucken wir uns mal den anderen an hier. Den hier, Kanalratte. Ob der irgendwie möglich ist oder so. Aber ich glaube, dass... Ja, der Versuch war ganz okay. Aber not the yellow from the egg, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja. Ne, okay. Das war's. Das war's, liebe Leute. Soweit so gut. Die Dungeons habe ich jetzt alle durchgehauen wie sonst was, ne? Ich mag es eigentlich nicht, Videos auf Stress zu produzieren. Ihr merkt es. Ich bin total hebelig dann dabei. Vielleicht im Endprodukt, ja, wenn ich mir das Video angucke, dann merkt man das vielleicht nicht, aber ich fühle mich gar nicht relaxed, ja, und ich mag es nicht, so total auf Zeitdruck Videos zu produzieren. Aber jedenfalls bin ich jetzt up to date. Oh Gott sei Dank, sonst hätte ich das noch monatelang strecken können. So, genau, erstmal so jetzt, dungeonmäßig alles geklärt, was ich klären kann. Und wenn es hier noch weitere Sachen geben sollte, dann hoffe ich, dass ich sie so hier live im Video bezwingen kann. Bin ich auch nicht schlimm. Ich denke mal, ab der Stufe jetzt wird es auch wieder etwas länger dauern. Wie ihr sehen könnt, die Pilze gehen auch so langsam zur Neige. Von dem her lassen wir es erstmal so. Und ich hoffe, dass euch das Video soweit gefallen hat. Auch wenn ich so mit mir selber etwas kritischer war. Wie dem auch sei. Ne? Wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüss, ciao. Und ich bin sowas von raus jetzt. Sowas von raus jetzt. Tschüss. Danke fürs Zugucken.